Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Koya und das hier ist State of Decay 2, ein Zombie-Survival-Game von Microsoft. Und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für das Zurverfügungstellen des Game Keys. Wir können sogar ein paar Tage früher loslegen. Am 22. Mai ist es dann soweit. Da ist dann der offizielle Release. Und dann könnt ihr State of Decay 2 für Xbox One X oder eben für Windows 10 entsprechend erwerben. Und auf jener Windows-Version am PC sind wir hier auch unterwegs und werden uns den Zombie-Horden irgendwie stellen. State of Decay 1 habe ich selbst nie gezockt. Ja, da hatte ich überlegt, ob ich es mache oder nicht. Da war es aber schon so lang draußen, habe ich gesagt, so eine alte Kamelle brauchst du jetzt auch nicht mehr auskramen. Aber beim zweiten Teil, da konnte ich jetzt absolut nicht widerstehen und freue mich sehr darauf. Wir werden hier eine, ja, hier steht es im Grunde genommen schon, eine Gemeinschaft gründen. Wir müssen also in dieser Apokalypse nach anderen Überlebenden suchen. Das sind KI-gesteuerte Menschen, die dort überlebt haben. Und diese werden wir dann entweder in unsere Gemeinschaft aufnehmen oder aber wir werden halt auch eventuell sagen müssen, nee, sorry, mehr Mäuler können wir momentan nicht stopfen. Wir müssen leider passen und dann kann es auch passieren, dass wir uns ein paar Feinde dort machen. Das heißt also, es ist nicht nur Zombie, Überleben, Gemetzel, sondern es ist auch sehr, sehr viel an harten Entscheidungen zu treffen und das werden wir dann gemeinsam machen. Ich werde jetzt einfach mal loslegen. Ich denke, der Rest erklärt sich dann von selbst. Wir werden hier eine Storyline bekommen, durch die wir müssen und dann hoffentlich am Ende des Ganzen lebend aus dieser Hölle quasi hervortreten. Also, eine neue Gemeinschaft, ein neues Spiel. Tutorial wiederholen. Ich hatte schon mal ganz kurz das Tutorial gemacht. Wir wiederholen das, damit alle hier entsprechend auch das mitbekommen. Und da kriegt man dann auch die Game-Mechaniken dann alle nochmal schön erklärt. Tutorial wiederholen. Lass dich nicht mit einer kaputten Waffe erwischen, es sei denn, du bist auf ein Handgemenge spezialisiert. Sobald du eine Werkstatt hast, kannst du am Schließfach deine Waffen reparieren. Wenn du bessere Beute... Ich will bessere Beute, ich werde es nie erfahren. Wir werden sterben. Okay, also wir haben hier so verschiedene Paare zur Auswahl, ja, verschiedene Startfiguren sozusagen unserer Gemeinschaft. Und ich nehme mir die Zeit und werde die 5 auch einfach mal verlesen und dann werden wir uns entscheiden für ein Paar. So, griesgrämige Geschwister, Monate nach der Apokalypse hast du deinen entfremdeten Bruder gefunden. Seither konntet ihr beide den Zombies und dem Hungertod aus dem Weg gehen, aber jetzt gehen euch die Vorräte aus. Glücklicherweise hat dein Bruder von einem Flüchtlingslager der Armee gehört. Ihr hofft, dass ihr dort Lebensmittel und Unterschlupf bekommt, solange ihr daran denkt, zu teilen, wie Mama es euch beigebracht hat. Wir haben zum einen da die Nia, eine Ferienlagerbetreuerin und die hat einen besonders guten Stoffwechsel, ja. Wir haben Crew. Nee, Quatsch. Was? Doch, Crew. Nee, was? Hä? Moment. Nia Hampton und Raymond Hampton. Crew. Spitzname Crew. Okay. Öl- und Reifenmechaniker und hat versteckte Taschen. Hier sehen wir dann die Physis, hier haben wir noch die Geistesgegenwart, wie gut die im Kämpfen sind, im Schießen und hier sind wohl Mechanikerfähigkeiten vorhanden. Das sind natürlich dann Fähigkeiten, die die Personen jeweils in die Gemeinschaft einbringen und wo wir dann auf eine gewisse ausgewogene Verteilung dieser Fähigkeiten achten müssen. Was mich hier stört, ist, dass wir bei Kämpfen bei beiden nichts haben. Wenn wir jetzt also hier irgendwie mit den beiden was machen wollen, dann wird das recht hart, da bringt mir alle Geistesgegenwart nichts. Schauen wir mal weiter. Alte Freunde. Du hast deinen ältesten Freund seit der Mittelschule aus Schwierigkeiten geholfen und obwohl du ziemlich sicher davon ausgehst, dass er nicht an der Apokalypse schuld ist, war er seither keine große Hilfe. Glücklicherweise verspricht ein nahes Flüchtlingslager der Armee Sicherheit und eine warme Mahlzeit. Die Uhr tickt. Hoffentlich vermasselt es dein alter Kumpel nicht. Wir haben einmal Kletos, Connor McLaughlin, wie auch immer, und Fabian Duffy. Hinterwäldlererziehung, großes Lungenvolumen und er ist unberechenbar. Versorgungsarbeiter und Filmregisseur ist der andere Kollege. Hier haben wir wenigstens ein bisschen Kämpfen, beim Schießen ganz hervorragend. Cardio, Geistesgegenwart, Versorgung, das klingt ganz interessant. Wir schauen weiter, finde ich nicht uninteressant. Beziehungspause.
Du und deine Freundin seid über Jahre sicher 10-mal auseinandergegangen und wieder zusammengekommen. Aber egal, wie schlimm die Trennung war, ihr habt den Funken immer wieder entfachen können. Alles lief wirklich gut, bis die Zombies das Kommando übernommen haben. Als ihr euch auf der Suche nach Lebensmitteln den Flüchtlingslager der Armee nähert, seid ihr wieder zusammen. Zumindest bis zu eurem nächsten Streit. Pizza John. Aha. Elisenda Klein und Savannah Kennedy. Ein paar Frauen, wunderbar, und aber total im Kämpfen und Schießen unfähig. Dafür gute Physis hier und hier Kenntnisse in der Chemie. Aber ich weiß nicht, so Zickenterror brauche ich nicht. Andererseits hier Wanderer, Tierliebhaber, liebt Fastfood, Lehrerin für Naturwissenschaften und Nachtängste. Interessant, interessant. Ist jetzt nichts irgendwie von zickig oder dergleichen, aber wenn die sich da als angiften, das könnte stressig werden. Seltsames Paar. Wenn die Zombies nicht wären, hättet ihr euch nie verliebt. Ihr habt euch in einem Wald getroffen, Überlebende aus verschiedenen Welten, ohne ein Zuhause. Obwohl sich eure Wege vielleicht nie gekreuzt hätten, seid ihr jetzt untrennbar. Als ihr euch dem Flüchtlingslager der Armee nähert, hofft ihr, dass euch dieselbe Apokalypse, die euch zusammengebracht hat, nicht wieder auseinanderreißt. Da haben wir einmal Nolan McNamara und wir haben Shauna Ranking. Klingensammler, war auf verrückten Autoreisen und ist verdammt fröhlich, hat Dünger verkauft und ist eine trostlose Aussichten. Ach du gut. Okay, ich habe mal Gartenbaufähigkeiten. Bei ihm haben wir Kämpfen. Bei Gartenbau ist nicht so viel. Ich weiß ja auch nicht. Geistesgegenwart ist hier bei ihm, bei ihr kaum. Schießen. Aber Gartenbau ist bestimmt nicht schlecht, wenn wir da ein bisschen was anbauen können. Da sind wir wieder bei den kriegsgrimmigen Geschwistern. Ja, kacke. Okay, was mache ich denn jetzt? Wir haben einen Schussgenie beim Kämpfen. Okay, Geistesgegenwart ist allerdings eher mies. Cardio. Wir haben eine Cardio super. Oh, das soll ich jetzt entscheiden, oder wie? Die erste Entscheidung und schon Krisen. Ich glaube, ich tendiere zu diesem. Ich finde das ganz, ganz gut bei ihm hier ausgewogen. Wenigstens ein bisschen schießen. Und hier mit Gartenbau, auch wenn es nicht viel ist. Ich glaube, ich werde Nolan und Shauna nehmen. Oder die beiden. Dazwischen tendiere ich, ehrlich gesagt. Mit Versorgung ist halt auch bestimmt nicht schlecht. Wobei ich nicht weiß, was Versorgung heißt, weil das sieht irgendwie nach Strom hier aus. Ob das jetzt aber auch irgendwie heißt, dass es gut Güter sammeln gehen können. Geistesgegenwart geht so, Cardio ist ganz in Ordnung. Echt schwierig. Komm. Oder? Komm. Geht doch nichts über einen guten Gartenbau. Die Untertitel werden deutsch sein, die Stimmen englisch. Ich werde daher nicht vorlesen. Ihr könnt selbst mitlesen oder einfach das in dem Englischen zuhören. Shit, shit, shit! Let's go, let's go! Das war klar. Oh, das sind wir schon im Spiel. Check this shit out. The Muertos got no skin. We need to go, like now. That gate won't last long. Das Tor sieht in der Tat nicht so aus, als würde es ewig halten. Wir müssen weiter. Ja, wir sind mitten im Spiel. Ich muss mal ganz kurz. Das ist sehr laut. Ich werde gerade noch mal ein bisschen an der Audio drehen müssen. Musiklautstärke ist okay. Die Effektlautstärke nehmen wir ein bisschen runter. Und die Sprachlautstärke, denke ich, ist in Ordnung. Ja, vielleicht so ein bisschen runter. Okay. Dann geht's auch direkt weiter. Ihr seht ziemlich coole Grafik. Das hat mir schon mal sehr gefallen. Also, Umschalt links ist und BASD ist Sprinten. Das passt soweit. Angreifen ist. Oh. Da ist er. Noch einer. Shit. There's brainless in here. How'd they get inside? Maybe that's why there's nobody here. Okay, das ist also das. Where'd everybody go? Das ist das Militärlager. Looks like they left in a hurry too.
Ist das Militärlager hier, ist scheinbar nicht mehr viel übrig. Ja, also ich finde die Grafik hier, die Lichteffekte und so weiter, finde ich schon mal richtig, richtig geil. Ich freue mich sehr drauf, das jetzt zu erkunden. Also das ist das, was vom Lager übrig ist. Und da vorne ist ein Zombie. Warte mal, wir können uns da doch anschleichen. Ich heiße ja schon mehr, da ich das Tutorial ja schon mal gemacht habe. Können wir uns auch anschleichen. Und dann... Naja, ne? Das schont unsere Waffe. Die ist nämlich schon kaputt. Unten der Schlägel da, der Knüppel, der ist gelb markiert. So, jetzt können wir hier durchsuchen. Schauen wir mal. So. Da gibt's Bandagen, die wir nehmen können. Verwende Verbände. Ja, ah ja, komm, nehmen wir den halt, damit das Tutorial Ruhe gibt. So, die Verwendung von Verbänden dauert etwas. Versuche sie außerhalb des Kampfes zu nehmen. Mit Umschalt können wir schneller suchen. So, wieder ein Verband. Leider kann man, ist das jetzt nicht so eine richtige Open World an dieser Stelle zumindest. Also ich kann jetzt halt hier irgendwie da drüber springen und hier hinterher noch suchen. Man ist tatsächlich so ein bisschen gebunden hier den Weg zu folgen, aber das ändert sich. Wir werden in einer offenen Welt landen und dort mit Autos, mit allen möglichen hin und her gondeln können. Und von daher da viele Freiheiten haben. So, ich hoffe, ich übersehe nix. Blinkt ja zum Glück. Oh, warte mal, da ist mal erstmal noch mal hier. Noch ein bisschen was entsorgen gehen. Look around. We should try to find you a better weapon. Ah ja. Meine Waffe ist super. Aua. Oh. Ja, die. Oh, mein Schlägel ist kaputt. Okay. Also, der Schläger ist kaputt. Ich brauche eine neue Waffe. Finde eine neue Waffe ist eine optionale Quest, tatsächlich. Und so wird es auch im Spiel, wie ich das verstanden habe, weitergehen. So wird es im Spiel weitergehen, dass wir Quests haben. Nichts gefunden, eine Freche. Dass wir Quests haben, die wir machen sollten, um unsere Story voranzubringen. Und dass wir Quests haben, die wir machen können. Und natürlich sowieso unsere eigenen Aufgaben definieren können. Dazu hat State of Decay 2 im Vergleich zum ersten Teil einen Multiplayer spendiert bekommen. Mit dem spitzen Stein. Und, Futter, immer gut. Der allerdings ist vielleicht, wenn man so will, eine gewisse Enttäuschung, als dass es sich um einen Multiplayer handelt, wo man mehr oder weniger Hilfe bekommt von irgendjemandem, der das Spiel halt auch zockt und dann seine Überlebenden quasi entsenden kann zu dir. Das heißt also, derjenige oder diejenige, die hier dann mitzocken würde, this is officially the shittiest refugee camp I've ever seen. Ah ja, jetzt mal hier mal runter. Ah, der Brösch. Doch super hier, wir finden Loot. Fantastisch. Also den Story-Fortschritt hat nur der Hauptakteur, sprich, das wäre dann in diesem Fall dann ich. Und da haben wir eine Waffe. Qué bueno. Das ist mir ein Traum, die neue Waffe auszurüsten. Und dann hier mit F war das, ne? Genau. So, jetzt gehen wir mal runter. Den kriegen wir doch wieder gesneakt. Zum Glück sind Zombies dumm. Und zack. Immer schön den Kopf. Wir kennen das. Wir kennen das von den Zombie-Filmen und Spielen. So, her damit. Wunderbar. So. Also, das ist dann eben so, dass tatsächlich nur einer diesen Hauptfortschritt machen kann. Oh, schade, dass man das nicht öffnen kann. Und der andere halt nur Aushilfe ist und dabei allerdings das Risiko trägt, dass sein Charakter halt stirbt. In diesem Spiel gibt es Permadeath. Ist mein Charakter hier tot, dann war es das mit eben diesem. Habe ich noch andere in der Gemeinschaft, übernehmen die dann die Rolle. Das heißt, ich kann dann mit denen wieder weiterzocken. Aber unser Onkel hier wäre dann eben Geschichte. Und so müssen wir halt dann auch immer gut überlegen, welches hey, Risiko... Check out these notes.
You know, I'd write one for you if you got lost. Why am I the one who's gonna get lost? Okay, you can write one for me then. Damn. Whatever. Thanks for fantasizing about me going MIA. Let's just keep moving. Hier verschwindet niemand. So, ja damit. Und dann schauen wir mal ins Inventar kurz in diese Notes. Der Rückzug ist falsch. Wir haben einen Eid geschworen, diese Menschen zu beschützen. Wir dürfen sie in Zeiten der Not nicht im Stich lassen. Schließt euch uns an. Rettet unsere Nation. Wir sind die Rote Klaue. Das nehmen wir mal sicherheitshalber mit. Vielleicht begegnen wir noch irgendwo der Roten Klaue. So, da geht's nirgendwo durch. Hier haben wir einen nächsten Container. Sieht doch so nach einer Medizinstation aus. Nach einem OP-Raum fast schon. Ja, damit. Schauen wir mal, ob es hier eventuell noch da hoch. Ne. Da hoch geht's nicht und durch die Tür entsprechend auch nicht. Oh, da sind wieder Kollegen. Und zwar viele. Okay, das war dann zu laut für die anderen. Ah, fuck. Ausweichen ist C. Ja, das sagt er mir jetzt. Kacke, er hat mich gerade mal ein bisschen an mir genagt, aber scheinbar nichts Schlimmes. Ah, Mistviech. Kommt definitiv hier, wie ich finde, totales Walking Dead-Feeling auf. Okay, dringe tiefer in das Lager ein, um nach Vorräten zu suchen. Machen wir mal auf hier. The hell is this place? Taschenlampe. The last stand for bureaucracy? Oh, lieber zu hier. Und, geht das? Oh, zack, bam. Hier was auf? Ne. Please have all proper forms filled out. Thank you for your patience. Stand and fight. Hier auf dem Boden geschmiert mit. Ja. Blut? Fragezeichen. Civilian service. Warning. Ration card fraud punished. Punishable by expulsion. Okay, also. Bin mal bedrückt mit der Rationierungskarte, mit den Essensmärchen quasi. Ja, das war wohl genau, wie sie sagte, hier so der letzte Platz der Bürokratie. Letzte Hort. Ja, auf damit. Locked up. Ja, komm. Get it off me! Das. Die Kammer auch. He's just like that Muerto we saw outside the gate. Ah, damn it! Muerto, it bit draußen. Me. I okay. Hate that. Er hat sie gebissen. We both had worse. Es ging uns schon schlechter. Na fantastisch, sie wurde gebissen. Und da draußen klingt's auch gerade nicht mehr so freundlich. Wo kam der denn jetzt her? Kann man auch mal keine Minute allein lassen. Mit dem Biss ist sicherlich nicht gut. Irgendetwas sagt mir das. Dass in Zombie-Filmen es bisher nie gut war, wenn irgendjemand gebissen wurde. Oh. Ich weiß jetzt, kam das noch durch? Ich musste gerade niesen. Ich glaube, ich habe das Mikro nicht mehr. rechtzeitig zubekommen. Diese Allergie, sie macht mir immer noch total zu schaffen. Ja, vielleicht ist es aber auch ein Zombie-Biss. Man weiß es nicht. So, hier ist aber nix. Fantastisch. Oh, suchen. Vielleicht findet man ja was gegen den Biss. Noch eine Notiz. Richtlinien für Bürger im Camp Osprey.
Keine Feuer, kein Vandalismus oder schlechtes Verhalten, keine lauten Geräusche nach Sonnenuntergang, nicht genehmigte Vorräte werden beschlagnahmt, Toiletten dürfen außerhalb der vorgesehenen Hygienetage nicht verwendet werden. Ach du Scheiße. Was, Toiletten dürfen ab der Hygienetage? Muss ich warten, nur mittwochs darf ich aufs Klo oder was? Du kannst das ja wohl nicht wahr sein. Verbleibe stets in deinem zugewiesenen Wohnsektor. Evakuierte dürfen das Lager ohne Erlaubnis des Zivilkontrollamts nicht verlassen. Jede Krankheit und jeder Tod ist unverzüglich zu melden. Und jede Polle bitte an mich melden. Kann man mal was gegen Allergien finden? Hier ein Zombie-Heilmittel finden sie bestimmt irgendwann nochmal. Gegen Allergien werden sie immer noch nichts haben am Ende. Ich weiß das genau. So. Ja, nehme ich diesen Zettel jetzt mit. Ich wüsste nicht, was er mir bringt, ehrlich gesagt. This place had more rules than fucking high school. In diesem Ort gab es mehr Regeln als an der Schule. Ja. Red Floor. Ja, diese Warnschilder sind sicherlich Shit. Wichtig. This bite is really itching. I'm sorry. I'll be faster next time. Da kommen wir nirgendwo durch. Wir müssen hier weiter. Dios mio. The fuck is all this? Oh, barf. Das sieht sehr, sehr, sehr lecker aus. Ja, das sieht so aus, als wäre hier an dieser Stelle das Lager überrannt worden von Zombies, das hier wohl der Zaun nachgegeben hat und hier dann hunderte von diesen Viechern reingebrochen sind. Und das wohl dann das Ende war. Sieht so aus, als hätten sie das nicht geschafft. Hier sind ein paar klägliche Reste. Halte Steuerung und Linksklick, um... Der hat sich jetzt in eine andere Position gehabt. Ah, ekelhaft! Ich muss die ganze Drecksarbeit machen. Das ist scheußlich, genau. Und du stehst die ganze Zeit nur rum. Wir hätten hier inzwischen mehr Leute finden müssen, oder? Ich versuche nicht darüber nachzudenken, halten wir weiter Ausschau nach Vorreden. Versuche nicht darüber nachzudenken. Genau. Man kann auch immer mit den Leuten, die unterwegs sind, sprechen. Und keine Ahnung, ob das dann irgendwelche... Ich glaube, man kann auch so Beziehungen mehr oder weniger aufbauen. Und I feel like I'm burning up. Seriously, this is bad. Ich fühle mich an, es fühlt sich an, als würde ich verbrennen. I'll find you something. Don't worry. Aber erstmal Plakate lesen. Ja, hier, kaufe 3 Reifen, get one free. Schöner wäre, kaufe 4 und bekomm noch einen 5. We will pay for towing. Save dollars, als wäre das jetzt unser Problem. Draußen ist die Hölle am Laufen. So viele Kisten und nur eine kann ich durchsuchen. Oh. Die hat sich gelohnt. Qué bueno. Das ist super. Schau mal eine an. Die habe ich jetzt direkt ausgerüstet. Ich frage mich, ob ich ihr irgendwie eine Waffe geben kann, aber irgendwie, bisher habe ich das nicht rausgefunden. Ich denke mal, das werden wir noch irgendwie erfahren. Oh, da geht's raus. Moment. Da geht's auch. Mal gucken, was haben wir hier? First Aid. Ah ja, okay. Dann... Zack, this is useful. But I won't do anything for that fever. Bringt uns nichts. Alles klar. Na, ist sie schon wieder bei Zombies kuscheln, oder wie? Didn't we just leave this party? Alte Ziel gedrückt. We can make it. Just keep quiet. Verwende die Verstohlenheit, um leise an Zielen vorbeizuschleichen. Ich frage mich gerade, ob da hinten noch Loot ist oder ob wir wirklich einfach nur vorbeischleichen. Die jetzt alle in der Backe haben, sind wir Matsch. Das ist klar. So, und das ist das, was ich die ganze Zeit schon gemacht habe. Man kann mit Steuerung und Linksklick die einfach entsorgen.
sieht nicht aus, als wäre da Loot, insofern. Weiter. Oder? Irgendwas. Bringt uns nichts. Bringt uns nichts. Zu viel Risiko für... Oh, der sieht aber nett aus. Keine Hände, keine Kekse. Ey, ich bin doch getarnt. Yo, up here! Get to the ladder! Ach, du Come Scheiße. On, let's go, let's ah, ja, go! Und sie ist schon vorgerannt, oder was? Ah ja, die Zombies sind ein bisschen dumm. Das ist schön. Ho, 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 ho. Merke, Zombies Wait, können what keine are you doing Leitern klettern. The last evac trucks left days ago. My girl heard the army ran these camps. Where is everybody? Orders came in to close these camps down and move on. No more army, my man. Not here. Just a few of us dumb enough to stay behind. Only me and the doc survived. Hey, not an exaggeration. My brain is on fire. Oh, shit. Tell me what bit her. Was this real nasty fucker. All covered in blood. What's wrong? This is bad. Real bad. You need serious help. The doc should still be down at the S&B. Tell her I sent you. Okay. Also, wir müssen zum Doc. Sie hat... Sie mit dem Biss ist sehr ernst. Eigenartig. Eigenartig! Hätte ich nie gedacht. Armee ist ja nicht mehr. Ja, und sie sind die letzten Überlebenden. Okay. Sehr, sehr beruhigend. Aber er hat uns den Arsch gerettet. Hä? Ich wollte doch runter. Runter! So. Zombies können keine Leitern klettern. Ich auch nicht. Und nun? Ach, spring über das Hindernis? Über welches Hindernis? Hier. Hi. Ja, 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 ja. Okay. Irgendwas Lootiges. Zwischen den Schirmen komme ich natürlich nicht durch. da ist nichts. Where did you two come from? I thought civilians had been gone for days. Ja. Du solltest nicht hier sein. Eigentlich nicht. Bist du der Arzt? Der Soldat dort hat uns zu dir geschickt. Still trying to be. Was your friend bitten? That's my girl. It was a zombie with blood on the outside. I'm so sorry. You should come with me. Oh God. That's what bit me, one of those things. It's called blood plague. It's very contagious and it doesn't take long to do its job. What do you mean? That's gonna happen to me? Not as long as I'm around. Hey, I could use your help. Alles klar, reden wir mit ihm. Take your flashlight, go in there and look for a sample case. I need you to bring it to me. Okay, wir müssen die Taschenlampe nehmen und nach möglichen Überresten suchen. Before I lost my team, we were learning all we could about blood plague. Denn das etwa... We developed a cure, but it only works if you use it soon after infection. The army took our lab when they left, but they didn't get everything. Wir haben ja das Labor mitgenommen, aber nicht alles bekommen. Da haben wir noch was. Ansonsten sieht's hier... Lecker. Sehr lecker. Und hier der Zombie im Käfig für Experimente, oder wie? Hier war auch nochmal so ein Käfig. Boah. Did you find it? Ja, keine Medikamente, aber das hier. No cure? Not good. I'll need an infirmary to culture a new dose. Hey Doc, it's checkout time. Fucking Zeds are swarming the perimeter. Plague zombies too. I know you want to save Amari, but it's time for us to bounce. Amari's the reason we have a treatment. Exactly. Don't let that legacy die here. Other survivors are gonna need your help. Like her. Okay.
But I can't just leave. Not like this. Do what you need to. But make it fast. I'm sorry to ask this, but I need your help. I'm going to save your girlfriend if I can. Because no one deserves what happened to Amari. But I don't have the strength to end things. Okay, ich schätze mal, das wird Amari sein. Und so wie es klingt, hat sie das Heilmittel irgendwie mehr oder weniger entdeckt. Und ja, sie hat das Wissen immerhin noch drüber, über das Heilmittel. Ihr Kollege meint, es ist Zeit zum Aufbruch, damit dieses Wissen erhalten bleibt. Bitte nimm die Waffe, bring zu Ende, wozu ich nicht fähig bin. Öffne das Inventar, um die Waffe auszurüsten. Heißt sie. 10 Schuss mit dabei, dankeschön. Hiermit zielen wir. Wir machen es kurz und schmerzlos. Perdóname. May God watch over you. Triff dich mit deinen Begleitern beim Truck. Noch irgendwas? Liegt hier noch irgendwas? Hier steht so viel Zeug rum. Lass mal das etwa alles stehen. Hier, ganze Laborausrüstung. I know I have a hard time letting people take care of me. Ach. For what it's worth, I'm glad we're together. Ja. Wir schaffen das. I'm doing the apocalypse without you. Genau. Wir schaffen das. Wir sind durch diese Apokalypse zusammengekommen. Und wir werden da gemeinsam durchgehen. Shauna, danke, dass du zu mir hältst. Sobald wir einen Platz zum Niederlassen gefunden haben, machen wir dich wieder gesund. That's not a bad idea. Absolut nicht. Komm mal. Du gehst durch. Ihr wisst, ich gehe immer in die entgegengesetzte Richtung, die das Spiel mir sonst vorgibt. Aber ich werde hier nicht belohnt. Schlechtes Spiel. Schlechtes Spiel. Kein versteckter Loot. Na dann. Thank you for doing what I couldn't. We gotta decide something before we go. Oh. Entscheidung. Sprich mit Hall über euer Ziel. Wir müssen einen Ort finden, an dem wir uns niederlassen können. Es gibt hier in der Nähe 3 Städte. Eine Ober, wahrscheinlich oben, oben im Vorgebirge, eine draußen auf dem Plateau und die letzte liegt unten im Tal. Nenn mich altmodisch, aber im Tal finde ich kacke, weil da irgendwie habe ich so das Gefühl, man wird überrannt. Ja, vielleicht, dann hat man schlechtere Fluchtmöglichkeiten. Im Vorgebirge hat man einen schönen Blick, eventuell tatsächlich ein bisschen bessere Aussichten im wahrsten Sinne des Wortes. Oder draußen auf dem Plateau. Ja. Würde das Vorgebirge nehmen. Oh yeah, that's cool, yo. Alles klar. I'm riding shotgun. Ist jetzt vorne. I hope your driving is good. Okay. My driving? Ja, nee, fantastisch. Habe ich in Heinz Z1 geübt. Oh Mann, Auto hatten. Ja. Beschleunigen. Ab geht er. No more army, huh? Kann gar nicht links. So, how do we survive now? Hey, come on. As long as we're together, we can make it through anything. Und damit geht das Abenteuer richtig los. Hast du Angst im Dunkeln? Du kannst deine gesamte Basis erhellen, indem du eine Generator aufstellst. Wenn du einen Zombie niederschlägst, sollst du ihn schnell hinrichten. Lass ihn nicht wieder aufstehen. Ich werde mein Bestes geben. Ah ja. Damn, we're out of gas. Guess we better start scavenging. More fuel won't help us now. The way that blood plague is progressing, your friend won't last long without a place to rest. Oh, I've literally never felt worse in my life. We have to find a place to settle down. Now. For once, the army and I agree. It's time to get off the road and find a home. Someplace we can build what we need to keep your friend from dying. Ah.
Alles klar. I saw a decent home site right before we ran out of gas. Sounds like a plan. We shouldn't stay out here for long. Öffne die Karte, um einen Überblick über das Gebiet zu erhalten. Das werden wir dann alles in der nächsten Folge von State of Decay 2 machen. Wir sind hier gestrandet ohne Benzin in einem Dörfchen, einem ehemaligen Städtchen. Und werden hier dann ein bisschen nach Rohstoffen suchen müssen. Unsere erste Internetverbindung wiederhergestellt. War die weg? Unsere erste Heimatbasis aufbauen und dann hoffentlich hier den Grundstein für eine schöne Gemeinschaft für den Aufbau der Zivilisation legen. Das alles in den nächsten Folgen von State of Decay 2. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ich hoffe, es gefällt euch, was ihr bis hierher gesehen habt. Ich finde die Grafik schon mal eigentlich ganz schick. Die Charaktere sind ein bisschen hölzern starr, aber so die Atmosphäre hier in dem Spiel ist bisher ziemlich cool. Das wird sicherlich noch ziemlich hart werden. Das war nur das Tutorial. Mal schauen, was da noch auf uns wartet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.